So, aber da ging halt auch noch die Aufnahme starten und damit guten Morgen, willkommen zurück zu Pokémon Stadium. Heute wahrscheinlich nicht so lang. Sieht das mal jetzt gut aus, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich inkludiere nebenbei noch Videos, ich hoffe, das ist nicht... Nee, Zibu kommt damit klar, noch. Noch kommt sie damit klar, aber... Ja, okay. Stream aufnehmen. Oh Gott, das wird schon langsam kritisch, aber. So. Na toll, der Film ist ja doch da. Es wird immer schlimmer heute. Was wollte ich machen? Ich weiß es nicht mehr. Ich. Ich wollte mir eine Klimaanlage auf meine Wunschliste setzen. Oh ne, komm, machen wir hier mal. Meisterball und so, ne? Ich habe hier noch mein geiles Team, das, glaube ich, nicht gut genug ist. Keine Ahnung. Minikapitel, das hast du so spät gesagt. Ist die Scheiße mit 12 Eiswürfeln kalt. Aber ich bin sicher, ich werde hier nicht lange durchhalten und dann können wir... Was auch immer du willst machen. Was ist überhaupt der Minicup? Ich frage mich, ob ich das Hauptspiel, also dieses erste leichte Teil durchschaffe, bevor ich Save States nutzen muss. Letztes Mal war ja nicht sonderlich ergiebig. Es könnte mal ein bisschen kälter werden. Ich könnte auch mein zweites Fenster öffnen. Das Problem ist, dass der Nachbar auf seinem Balkon sitzt und Zigarren oder so raucht und es stinkt höllisch. Deswegen kann ich nur ein Fenster auflassen. 25 bis... Ach, die Scheiße schon wieder. Muss ich erst mal gucken, dass ich ein ordentliches Team zusammenbekomme. Meister ist ja auch gut. Nein. Das werde ich ähnlich scheiße schaffen. Passt denn sonst alles? Nicht, dass ich irgendwie aussehen, was erstellt habe. Zum Beispiel, als ich mein spezielles Godic 2 Setting gemacht habe, dass ich einfach heller machen muss über OBS, weil... OBS interessiert sich nämlich nicht für die Helligkeitseinstellung von Godic 2, sondern ausschließlich für gar nichts. Wie gab 15 bis 20? Achso. Ja, den Minicar habe ich denn nicht letzte Woche versucht und bin grandios gescheitert. So wie hier ungefähr. Ist der scheiß kalt, Alter. Stell fest, 12 Eiswürfel, bestes. Okay. Ich habe hier ein großes schwarzes Feld, das muss so. Guckst du überhaupt noch Godic an? Und passt mein Bild, ich weiß es immer noch nicht. Chat kommt nur wieder unwichtigen Informationen. Und wann kommt nicht meine neue Grafikkarte, die du mir vor 2 Jahren versprochen hast im September? Ich warte immer noch auf meine RX 580 oder was es war. Oh, erst will er es haben und dann sagt er, es ist nicht so spannend. Ja, fick dich doch. Aus folglich Delfino gar keine Anforderung. Ich muss noch, ich muss ja auch die Amiga-Wahl machen. Ey, fick dich doch. Da hatte ich Probleme mit dem Emulator, aber die habe ich jetzt gelöst. Also
mehr als sonst Probleme. Das ist, also Amiga-Emulation ist eh immer so eine Sache für sich. Es gab so viele verschiedene Typen. Nein, du hast mir explizit diese Mod geschickt. Ich wollte dir eine andere reinmachen. Ja. Bei Samus auf normal geht das. Auf normal kann man es ganz gut spielen. Ah, muss ich morgen noch die Amiga-Wahl machen? Oder vielleicht mache ich das nach dem Stream? Nee, ich glaube, nach dem Stream lege ich mich einfach flach auf den Boden und. Ich könnte einfach auf dem Boden schwitzen, dann hätte ich gleich sauber gemacht praktisch. Du sollst doch keine Videos schauen, die nicht von mir sind. Dann wirst du auch keine Videos sehen, wo die Mod gelobt wird. So, was haben wir denn da so? Nein. Wieso machst du das manchmal? Sie machst das schon wieder? Ich hasse. Nein! Ich weiß nicht, welche Pokémon ich jetzt ausgewählt habe. Geil! Ach komm schon. So, letztes. Ne, egal. Ich habe einfach instinktiv die richtigen hoffentlich ausgewählt. Ich weiß es nicht. Oh boy. Was? Nee, 25. Kommst jetzt auf 30.000. Hä? Hey. 25 war die Ansage. Also genau genommen war erst 20 die Ansage, aber dann haben wir ja auf 25 erhöht. Also ich habe auf 25 erhöht. 30? Nee, dann müsste ich ja massiv die Berge überarbeiten. Das ist nix, nee. Also ich glaube nicht, dass da noch viel geht, ohne dass man da massiv die Berge irgendwie kaputt macht. Das will ja keiner. Schöne Berglandschaft ruinieren. Dann gehen die Grundstückspreise ja nicht mehr auf Maximum. Nee. Wo soll ich das gesagt haben? Hä? Also, wenn das gewünscht ist, kann ich es natürlich versuchen, aber ich glaube es irgendwie nicht, dass das geht. Habe ich dir das irgendwann mal geschrieben oder was? Mein Stream bist du ja eh nicht mehr da, von daher. Nee, das ist kein Amiga-Spiel. Strategiespiele kommen heute. Und da ich jetzt Pokémon spielen muss, nee. Machines kommt dann nach Pokémon. Oh boy. Was habe ich noch so für Pokémon überhaupt dabei? Die falschen natürlich, weil die Auswahl irgendwie, keine Ahnung. Guck mal, was Dragonier hat. Nur wenn hier mal so ist. Schlimm. Schlimm. Aber wir finden bestimmt ein anderes schönes Amiga-Spiel. Oder ein nicht sonderlich schönes Amiga-Spiel, weil. Mal gucken. Können Turrican wieder draufsetzen. Oder wenn irgendwas, das nicht unschaffbar schwer ist. Ich
leicht und schaffbar schwer auf dem Amiga. Uff. Uff, uff, uff. Wie unbedingt Napalm sehen will. So. Das soll auch unangenehm schwer werden. Uff. Schlimme ist, bei diesen späten Amiga-Spielen gibt es wahrscheinlich auch keine Cheats oder Trainer mehr, weil... Wer hat die noch gespielt? Ja, ich auch nicht. Ist halt so ein mittelmäßiger CNC-Klon, der... 98 oder so... ...noch für den Amiga erschien. Als Verkaufsspiel, glaube ich sogar. Weil 98 war nicht mehr so das Jahr des Amigas. Exo ist total. Wo haben wir dann noch? Aber das ist. Hab ich das überhaupt? Nee, Napalm kam 7-8 irgendwie raus. Ich glaube, die späten Amiga-Spiele sind alle nur so mäßig. Also wirklich große Titel gab es auch nicht mehr. Es gab nur so ein paar Ports. Ich glaube, Quake 2 Port gab es auch noch. Ja, ich glaube, von Quake spiele ich nicht die Amiga-Version. Ja, gucken wir mal, 8 Spiele mal zusammenbringen. Nehmen wir einfach Turrican und Napalm und was könnte man noch spielen? Gibt noch Travis seine Sand aus, Ultima Klon, Ultima Underworld. Klon für Amiga klingt halt auch irgendwie merkwürdig. Ja, gucken wir mal. Die Frage ist halt nur, wie das dann mit dem Durchspielen eventuell aussieht, weil wenn es bei frühen Amiga-Spielen ja immer noch Train und alles dazu gab, bin ich mir bei so alten, bei so diesen späten Sachen nicht mehr so sicher. Dann noch irgend so ein merkwürdiges First-Person-Shooter-Spiel, ja, da haben wir. Das kommt auch immer gut. Dann nehmen wir einfach das absurd Schwere da rein, das passt schon. Warum nicht? Ich hasse mich ja selbst. Das könnte man noch nehmen. Foundation Gold vielleicht. Siedler 2 Klon. Ah, ich weiß nicht. Sah nicht so geil aus. Vielleicht auch noch ein gutes Spiel zur Abwechslung. Das auch durchspielbar. Das wollte ich gerade Burntime sagen, aber ich bin mir nicht sicher, wie durchspielbar Burntime ist. Da gibt es, glaube ich, 4 unterschiedliche Varianten von und alle hat ihre eigenen Bugs. Ja, was gibt die Amiga ECS-Version, die AMDOS-Version, die Amiga AGA-Version und die CD-Version, glaube ich. Und wenn ich mich richtig erinnere, hatte jede Version... tatsächlich eigene Bugs. Weil, hey. Das ist so ein bisschen wie Dungeon Lords. Wenn Dungeon Lords gut wäre. Wer ist mit Lotus? Können wir mal gucken, ob das geht. Weil ich weiß ja, das Problem ist halt, das hat nicht so einen richtigen Karrieremodus oder so. Das ist nicht so wie heutige Rennspiele, wo du da wirklich irgendwie Kampagne oder so spielen kannst. Du meinst so das Rennspiel Lotus, oder?
Wir finden uns ein richtig merkwürdiges Rollenspiel. Es gibt drei Teile von dem Spiel. Nein, fick dich doch. Pokémon wechseln bringt's einfach nicht. Ja, Glurak brauche ich gleich gar nicht bringen. Gibt's alle drei Teile? Ja, es müsste alle drei Teile von Amiga aufgeben. Von Glurak, ja klar. Ja, ja, ja. Muss ich mal gucken. Was könnte man noch spielen? Es gibt so viele Amiga-Spiele, ist das Problem. Lemmings? Davon gibt es auch irgendwie 12.000 Varianten. Habe ich Genetic Species noch installiert? Nee, ich glaube, das habe ich. Ist das mit der Festplattenverlust? Das ist, glaube ich, auch verschwunden. Ich bin mir nicht sicher. Ja, zwei, drei gute Spiele, dann noch zwei, drei sehr merkwürdige Spiele und dann noch so was anderes. Bin ich wenigstens schneller als er, unterwegs etwa. Gab es nicht auch eine Amiga-Version von Earth 2041? Aber ich glaube ohne die Add-ons, oder? Ja, selbst wenn, wo nehme ich die jetzt her? Ne? Ja, toll. Kannst du jetzt bitte fliegen? Nein, du bist paralysiert. Fick dich doch. Junge, ich habe noch nicht mal das eine da besiegt. Ach komm! Ich sag ja, Pokémon wechseln bringt's in dem Spiel einfach nicht. Ja, natürlich. Ach komm. Noch UFO, ja, ich glaube UFO spiele ich irgendwann mal die das Open Source Port Dings da. Soll ich einen neueren SimCity teilen? Ich glaube nicht.